Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Es hat jetzt längere Zeit kein Video von mir, vor allem nicht von zu Hause gegeben. Ihr habt gesehen, ich war auf Reisen und ihr wart Zeuge von zahlreichen, wirklich großartigen Momenten für das deutschsprachige Bodybuilding. Wir haben die ein oder andere Olympia-Qualifikation in den letzten Wochen und Monaten sichergestellt und ich möchte mich auch total herzlich bei euch bedanken für den vielen Zuspruch, für die vielen Views. Ich weiß das wirklich zu schätzen, dass das Bodybuilding, vor allem Wettkampf-Bodybuilding, euch so interessiert und ihr mit Teil sein wollt dieses großen Ganzen. Deswegen ein echt herzliches Danke an euch daraus. Ihr wisst auch, wie ihr mich unterstützen könnt und über jede Unterstützung bin ich, sind alle Sportler euch natürlich immens dankbar. Um gleich zum Thema zu kommen, die Olympia steht vor der Tür und wir haben doch wieder, auch mit erschwerten Umständen, eine rege deutschsprachige Beteiligung bei der heurigen Olympia 2021. Am Wochenende des 8. Oktober. Die Zeit verrinnt wie im Flug. Ich werde auf die Olympia fliegen. Ich werde euch auch auf die Olympia mitnehmen. Ich weiß nur selbst noch nicht, wann ich fliegen werde. Die Bestätigung vom Konsulat bezüglich einer eventuellen NAI-Einreise ist noch immer ausständig. Frist haben die Guten bis zum 15. Oktober. Ich hoffe, es geht positiv für mich aus. Wenn nicht, dann geht die Reise über Mexiko. Dann muss ich oder sollte ich am 17. September, wenn ich vorher Oktober gesagt habe, die meinen natürlich September, sollte spätestens am 17. September in Mexiko sein, um dort 2 Wochen zu verharren, um pünktlich am Sonntag vor der Olympia in Orlando sein zu können, auch um für euch Content zu produzieren, um alle Starter bestmöglich zu betreuen, um ein Bodybuilding-Feuerwerk in Orlando genießen zu können. Der Fabi macht sich heute, es ist Montag der 6., schon auf den Weg. Der hat ja vorher auch noch die Arnolds zu machen und ich bin sehr dankbar, dass der Thomas mit ihm mitfliegt. Also wir sind wirklich ein eingespieltes Team und jeder kann sich auf jeden verlassen. Und das macht natürlich meine Arbeit in der Objektivierung viel, viel einfacher. Kommen wir zurück zum Thema. Die Olympia steht vor der Tür und ich möchte heute mit euch eine kleine Vorschau wagen, welche deutschsprachigen Athleten dort dabei sind, auch welche deutschsprachigen Athleten es vielleicht ganz knapp nicht geschafft haben. Fangen wir an mit der Open Class. Bei der Open Class war es wirklich, ich würde sagen, arschknapp, dass der Team die Quali nicht geholt hat. Portugal und Alicante war wirklich, wirklich knapp. Er hat beides mal den Vlad geschlagen. Der Vlad zieht jetzt aber da voriges Jahr die Post-Olympia-Saison gemacht hat zur Olympia, weil er ganz einfach trotzdem, dass er immer hinterm Team jetzt war, mehr Punkte hat. Der Vlad hat 16 Punkte, ist somit unter den Top 3 der Punkte-Qualifizierten und der Team ist mit 13 Punkten auf 5. Stelle ganz, 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 ganz knapp gescheitert. Ich bin absolut zuversichtlich, dass die 220er-Qualifikation kommen wird. Das ist nur mehr eine Frage der Zeit. Team hat sich strukturell toll verbessert. Der Richtungspfeil geht ganz, ganz stark nach oben. Präsentation war in Alicante um ein Vielfaches besser als in Portugal. Er hat seine Hausaufgaben gemacht und die wird er auch in Zukunft definitiv machen, sodass wir sicher in Kürze wieder einen Open-Class-Bodybuilder aus Deutschland bei der Olympia sehen werden. Tim war auch der einzige deutschsprachige Athlet, der in den Punktestandings oder der überhaupt in die Qualifikation mit aufgenommen wurde und ist eben mit dem 5. Platz in der Punkteliste. Die Top 3 qualifizieren sich wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne dabei. Als nächstes kommen wir zu 212er und auf der 212er haben wir natürlich den ewigen deutschen Trumpf, nennen wir es jetzt einmal so, den Steve Bentin. Steve hat es ganz knapp nicht geschafft, sich direkt über einen Sieg zu qualifizieren. Also es war in Portugal arschknapp. Es hat vielleicht der Lukas gewonnen wegen dem gefälligeren Gesamtpaket. Steve war besser in Form. Auch in Alicante war die Form vom Steve wirklich gut. Meiner Meinung nach hätten wir die Top 4 da durchtauschen können. Der 4. Platz geht in Ordnung.
Ich will da jetzt nicht die Entscheidung dort kritisieren. Es waren sehr, sehr unterschiedliche Athleten auf den Top 4. Man hätte jeden am ersten haben können. Der Steve war es leider nicht. Aber nichtsdestotrotz ist der Steve in der Punktewertung Zweiter. Die Top 3 der Punkte dürfen zum Olympia. Und der Steve ist mit 15 Punkten Zweiter in der Punkteliste hinter dem John Jewett mit 21 Punkten, der genauso zu Olympia fährt. Und den Nasser Mohammed aus Kuwait, der zum Olympia fährt, neben all den Klassensiegern in der 212. Was ist für einen Steve möglich? Steve hat uns immer wieder bewiesen, dass wenn es drauf ankommt, ist er ganz einfach da. Die Konditionierung wird dann top sein. Also ich habe ihn in Portugal live gesehen, ich habe ihn in Alicante live gesehen. Er kann sich dort nichts vorwerfen. Wenn er in der Langzeitpräsentation über den ganzen Verlauf die Midsection noch besser unter Kontrolle hat, was er kann und was er auch weiß, das muss man ihm nicht sagen, kann es für Steve schon für eine Top-10-Platzierung reichen. Ich bin felsenfest überzeugt, dass er aufgrund seiner Ausgewogenheit, er hat kaum muskuläre Schwächen, er ist sehr gleichmäßig, die Form ist immer on point, da wirklich bei den Top 10 mitreden kann und eine realistische Chance. Und natürlich hängt es auch immer ein bisschen von den Gegnern ab. Es gibt dort extrem vielversprechende junge Athleten in der 212er, die auch alle ihre Hausaufgaben machen. Aber gerade bei der Olympia ist es so, dass sie da manche halt immer verspekulieren und dann doch nicht in Topform kommen. Und das ist sicher dann der Punkt, wo der Steve auftrumpfen kann, weil er eigentlich eine Formgarantie hat für mich. Man sieht den Steve in letzter Zeit eigentlich nie außer Form und das ist eine seiner größten Stärken und warum ich glaube, dass er in einem Olympiastarterfeld wirkliche Chancen auf eine Top-10-Platzierung hat. Weiter nach vorne wird es natürlich schwierig, da da auch viele Athleten sind, die kleiner sind und vor allem von der Masse her muskulär doch noch eine andere Liga sind. Die nächste Klasse ist aus deutschsprachiger Hinsicht sicher die spannendste Klasse und vor allem für mich auch die spannendste Klasse. Die Klassik Physik. Wir haben zwei deutschsprachige Athleten, drei deutschsprachige Athleten, die in der Klassik Physik starten. Alle drei gehören zur jungen Garde. Also wirklich, wirklich sehr beeindruckende Körpertypen, alle drei andere Körpertypen, alle drei wirklich, wirklich starke Athleten, muss man sagen. Von meiner Seite aus, wisst ihr, startet der Fabi und der Urs. Der Urs hat die Tampa Pro gewonnen an der größten Wettkämpfe in Amerika und hat sich damit die Qualifikation in einer atemberaubenden Konditionierung und mit dem perfektestmöglichen Posing gesichert. Der Fabi hat Alicante gewonnen. Nach dem fünften Platz in Portugal haben wir alles verbessert, was zum Verbessern war. Präsentation verbessert, Konditionierung verbessert. Alicante war ein eindrucksvoller Wettkampf. Er hat den Madelmann geschlagen. Er hat den Germán Pastor geschlagen, die ihn damals noch geschlagen haben. Er hat den Ramon geschlagen, der als Newcomer aus Brasilien gekommen ist. Also außergewöhnliche Sportler und als dritten in der deutschsprachigen Partie natürlich noch den Mike Sommerfeld. Der Mike, der eine atemberaubende Linie hat, also dieses Teilchen-Schlüsselbein-Verhältnis, das der Mike mitzubringen hat, mitbringt, ist unglaublich. Er zählt damit natürlich absolut auch zur Weltelite, hat nicht umsonst Puerto Rico gewonnen, ganz knapp vor dem Urs, der sich dann eben Tampa geholt hat und es ist wirklich schwer, da eine Prognose abzugeben. Alle drei haben komplett unterschiedliche Körpertypen. Posing-Härtekomponente, Posing vor allem ist ganz klar Urs für mich die absolute Nummer 1. Die Konditionierung wird traumhaft sein. Fabi wird die Konditionierung auch abartig sein, hat aber ein bisschen mehr Plastizität und ein bisschen mehr Körpergröße als der Urs. Ist vielleicht im Posing nicht ganz so fließend, nicht ganz so sicher wie der Urs, aber er arbeitet täglich hart daran, dass das in diese Richtung geht. Mike hat diese unglaubliche Linie, unglaublichen
plastischen Muskeln, dafür in der Konditionierung jetzt nicht immer ganz so top wie die anderen zwei Jungs. Und ich bin mir sicher, dass alle, wenn sie ihr Maximum abrufen können, eine Überraschung in den Top 10 sein können. Man muss ja ganz ehrlich und offen dazu sagen, die Dichte der Qualität in der Klassikphysik ist abartig. Also da gibt es kaum einen schlechten Starter dabei. Wir haben mit dem Chris Bumstead da eine für mich im Moment noch unüberwindbare Hürde, der einfach pure Perfektion ausstrahlt. Wir haben mit dem Terence Ruffin einen Athleten, der die Symmetrie Gottes hat, vielleicht nicht immer so diese unglaublich tolle Härte an den Tag bringt. Wir dürfen nicht vergessen, Peter Molnars erste wirkliche Profisaison. Er macht vorher schon die Arnolds, da werden wir sehen, wo er auch im Vergleich zum Fabian steht. Wir haben den Brain Ansley, wir haben den Alex Carbonero, wir haben dort multiple Profisieger in dem Starterfeld und das sind mehr als 10. Das heißt, dort in die Top 10 zu landen oder in die Nähe der Top 10 zu kommen, ist ein absoluter Triumph und meiner Meinung nach für all die deutschsprachigen Athleten möglich. Ich sehe im Moment Vorteile Richtung Urs und Fabi, da Konditionierung schon ein wesentlicher Punkt ist, bin mir aber sicher, dass der Mike absolut für eine Überraschung gut ist, weil auch er schläft, nicht? Für mich kommt noch ein ganz toller Starter in der Klassik dazu, der Wesley Wissers, mit dem ich seit Polen zusammenarbeite. Wir versuchen ein volleres, genauso gut konditioniertes Paket wie in Polen auf die Bühne zu bringen. Der Wesley hat schon mehrfach in einem Olympia-Starterfeld bewiesen, dass er dort seinen absoluten Platz hat. Und für mich ist das großartig, meine Jungs sind drei ganz unterschiedliche Körpertypen. Ich versuche mit allen drei das absolut bestmögliche individuelle Paket rauszubringen. Und die Wertungsrichter werden an dem Tag dann entscheiden, welcher Look der ist, den Sie an diesem Tag sehen wollen, weil auch das kann sich von Tag zu Tag ändern und die Entscheidung muss man dann so, wie sie ist, akzeptieren. Aber ihr könnt euch absolut sicher sein, dass all meine Jungs in absoluter Highlight-Form auf der Bühne stehen werden und absolut alles geben, um euch auch als Community und als Fans dort toll zu vertreten und ich werde euch auf diese Reise natürlich auch wieder mitnehmen. Wir haben in der Mainz Physik leider keine deutschsprachige Beteiligung. Der Thomas hat ja die Saison abgebrochen, die war dann ganz einfach zu lang, der Körper hat das nie mehr zulassen, er war ja ganz, ganz lang in den Top 5. Der Punkten ist jetzt auf den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Platz abgerutscht. Ihm hätten 4 Punkte gefehlt, um zur Olympia zu fahren. So sind wir ohne deutschsprachige Beteiligung in der Mainz Physik. Ich habe allerdings mit dem Diogo Montenegro aus Brasilien meinen Anteil an der 2021er Mainz Physik Olympia. Der Diogo war schon viermal auf der Olympia, war bis jetzt noch nie wirklich gut platziert, da es mit der Konditionierung nie ganz so gepasst hat. Er hat heuer Puerto Rico gewonnen. Ich habe vorher einen Fehler gesagt. Der Mike hat natürlich nicht Puerto Rico gewonnen, sondern der Mike hat die Klassikphysik in Tijuana gewonnen. Sorry, und ausbessert. Da ist ja der Urs Zweiter geworden. Das war ja nicht Puerto Rico. Sorry. Der Diogo hat Puerto Rico gewonnen. War ein Hammer-Wettkampf mit einem wirklich tollen Starterfeld. Und ich glaube, dass er auch eventuell mit seiner Muskelmasse, Konditionierung, Präsentation, wenn er Glück hat, sogar einen Finalplatz machen könnte. Sein einziges Manko ist, dass er von der Körpergröße her nicht der Größte ist, aber wenn es euch interessiert, schaut euch den Diogo Montenegro einmal an. Ein großartiger Starter, der wirklich aufgrund seiner Knochenstruktur für die Mainz-Physik ganz einfach wie geschaffen ist. Die Miss Olympia ist zurück. Keine deutschsprachige Beteiligung bei der Miss Olympia in diesem
Ja, auch in der Fitness haben wir keine deutschsprachige Beteiligung, aber jetzt kommen wir zu einer Klasse, die, ich würde jetzt sagen, in Europa schon fast deutsche Dominanz hat, und das ist die Figurklasse. Geschafft hat es im Endeffekt die Baha, die mit Alicante ihr Olympiaticket gelöst hat, absolut voll verdient, weil sie auch Konstanz gehabt hat. Ich bin gespannt, wie sich die Baha in einem amerikanischen Starterfeld schlagen wird. Sie zeichnet sich durch eine unglaublich tolle Muskulatur aus. Konditionierung ist Wahnsinn. Und auch für die Baha sollte das Ziel eine Top-10-Platzierung sein und ist meiner Meinung nach im Bereich des Möglichen. Aber auch die anderen deutschen Mädels sind ganz, ganz knapp an der Quali vorbeigeschrammt. Wenn wir jetzt anschauen, wir schauen uns die Top 5 in der Qualifikation an, dann haben die ersten zwar 15 Punkte und dann haben drei Starterinnen 12 Punkte. Das heißt, die Lena Rammsteiner mit 12 Punkten ist eigentlich punktegleich mit der dritten, hat aber aufgrund der Einzelplatzierungen das Nachsehen und fährt nicht zur Olympia. Und auch die Jenny Zienert mit 10 Punkten ist ganz, ganz knapp dabei, die Olympia-Quali zu bekommen, oder ist ganz knapp davon gescheitert, die Olympia-Quali zu bekommen. Und wenn man sich jetzt wirklich diese Punkteliste anschaut, und dort hat man zwei deutsche großartige Starterinnen, die jung sind, die ihr Potenzial noch nicht annähernd ausgeschöpft haben, sieht man, wie großartig der Figursport in Deutschland ist. Und da kann man sich sicher in Zukunft darauf gefasst machen, dass nicht nur eine Starterin bei der Olympia in der Figur starten wird für Deutschland oder als deutschsprachige Athletin, sondern mehrere. Heuer ist es die Baha und ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, weil sie hat sich das wirklich, wirklich gut verdient. Nächste Klasse ist Bikini und in der Bikini haben wir wieder eine deutschsprachige Athletin. Und zwar, das ist Mai-Christina Brunauer aus Österreich, die ja einen Durchmarsch gemacht hat, indem sie die Klasse in Portugal gewonnen hat, den Overall in Portugal gewonnen hat und dann die Pro-Show gewonnen hat in Portugal. Working Mentality, Konstanz, Konsequenz ist Christinas zweite Vorname. Also sie wird alles tun, wir werden alles tun, damit sie in der bestmöglichen Verfassung auf der Olympia steht. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Olympia schon sehr amerikanisch dominiert ist und man es als Europäerin dort immer ein bisschen schwer hat. Deswegen ist es für mich sicher die schwierigste Klasse, eine realistische Prognose abzugeben. Ich weiß, dass wir an einem guten Weg sind, dass die Sachen, die in Portugal noch nicht ganz gepasst haben, verbessert auf die Olympia kommen. Christina hat eine unglaubliche Taille, die mit der Weltelite absolut mithalten kann. Auch ihre Glutes sind von einem anderen Planeten. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Die Struktur aus dem Bein muss noch immer ein bisschen raus, ist jetzt schon besser geworden, damit sie dort vorne mitspielen kann. Wird eine absolut spannende Geschichte, aber seid mir nicht böse, ich kann für die Bikini-Klasse da wirklich keine Prognose abgeben. Da das wirklich ein ganz dichtes Feld ist und auch sehr schwer zu werten. Die Wellness hätte es natürlich auch noch gegeben und da ist die Lisa ganz knapp an der Quali vorbeigeschrammt. Die Lisa ist mit 9 Punkten eigentlich ex aequo Dritte. Ja, aber in ihren Einzelplatzierungen schlechter als die Renee Hashi, die auch 9 Punkte hat aus den USA, sprich, Lisa ist ums Augenzwinkern in ihrer ersten Profisaison an der Olympia-Quali vorbeigeschrammt. Für mich steht auch außer Frage, dass wir die spätestens nächstes Jahr holen und wir eine weitere deutsche Starterin auf der Olympiabühne sehen werden, weil das genetische Potenzial, die Präsenz, die Optik, die Ausstrahlung von der Lisa ist einfach unglaublich und der Weg geht da ganz, 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 ganz steil nach oben. In der Woman-Physik-Klasse haben wir keine deutschsprachige Beteiligung. Und das war es eigentlich auch schon. Also zusammengefasst haben wir in der Klassikphysik den Mike, den Fabi und den Urs als traumhafte Starter, die alle die direkte Olympia-Quali geholt haben, ihren Platz redlich verdient haben, und ich überzeugt bin, dass alle Top-10-Potenzial haben, als erweiterten Deutschen, weil Nachbarland dem Wesley Wissers, und er gehört halt ein bisschen zu mir,
auch noch im Topf. Das heißt, vier ganz interessante Starter, die alles dafür tun, um da weit vorne platziert zu sein. Die Baja in der Figurklasse, die sich formmäßig und muskelmäßig sicher nicht verstecken braucht in der Figurklasse. Die Top-Plätze werden schwer erreichbar sein aufgrund der Knochenstruktur, aber das, was mit Arbeitseifer und Ehrgeiz erlangt werden kann, wird sie erlangen. Die Christina in der Bikini, die eine tolle Linie mitbringt, die eine super Muskelqualität mitbringt, vielleicht sogar einen Tick zu viel Muskelqualität mitbringt, den wir bis zur Olympia noch ein bisschen weicher kriegen müssen. Wie gesagt, Bikini traue ich mir keine Prognose abgeben. Wir haben den Steve in der 212er, der die Fahnen hochhalten wird und für mich eine relativ sichere Bank für eine Top-10-Platzierung ist. Wenn alles hinhaut und das Starterfeld könnte das zulassen. Auf alle Fälle ist es eine Olympia, wo es sich wieder auszahlt, Rep One zu folgen, mir zu folgen, uns zu unterstützen in dem, was wir tun. Wir versuchen euch wirklich dort guten Content zu liefern, euch in die Bodybuilding-Welt mitzunehmen und einzutauchen. Und in diesem Sinne bleibt mir nur übrig, Danke zu sagen, euch zu bitten, dass uns die Daumen drückt und euch eine schöne Zeit und eine spannende Olympia wünschen. Macht's es gut. Tschüss.